Tagesschau vor 25 Jahren. Jetzt. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Machtkampf unter den Palästinensern in Nordlibanon steht offenbar vor der Entscheidung. PLO-Chef Arafat musste heute bei den erbitterten Kämpfen mit gegnerischen Landsleuten in der Nähe von Tripoli eines seiner beiden letzten Lager aufgeben. Nach eigenen Angaben hatte er den Rückzug seiner Männer befohlen, um weiteres Blutvergießen unter der Zivilbevölkerung zu verhindern. Mit seinen Kämpfern verteidigt Arafat jetzt das Lager Badawi. Ein Ultimatum der Angreifer, das Lager aufzugeben, ließ der PLO-Führer verstreichen. Er wolle lieber kämpfend sterben, als die PLO zu einer Marionette Syriens werden zu lassen. Seit 1969 steht Arafat an der Spitze der palästinensischen Befreiungsorganisation. Nach der Vertreibung der Palästinenser im letzten Jahr aus Beirut war er ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Seine Gegner warfen ihm eine zu gemäßigte Haltung gegenüber Israel vor. Die Raffinerie von Tripoli ist Tag und Nacht das Ziel syrischer Raketen. In jeder Minute schlagen 3 bis 4 Geschosse hier ein. So verhindern die Syrer, dass die Feuer gelöscht werden können. Ihre Absicht ist, alle Treibstoffvorräte der Arafat-Anhänger zu zerstören. Hier herrscht der Eindruck, Syrien ist jetzt entschlossen, Arafat völlig zu vernichten. Mithilfe der Fatah-Verbände, die von Arafat abgefallen sind. Syrien will keine eigenständige Politik der Palästinenser mehr dulden. Trotz des massiven Beschusses denkt hier niemand an Kapitulation. Wer jetzt noch zu Arafat steht, der bleibt auch, der will sein Leben für ihn opfern. Diese Kämpfer sind im Lager Badawi völlig eingeschlossen von syrischen Truppen und von Tausenden der Fatah-Mitglieder, die von Arafat nichts mehr wissen wollen. 4000 Kämpfer hören noch auf die Befehle von Arafat, sie sind sein letztes Aufgebot. Jede Stunde Widerstand kostet Menschenleben. Vor dem Krankenhaus in Tripoli steht ein Möbelwagen, in dem tote Kämpfer aus dem Lager Badawi liegen. Männer besteigen den Wagen, um nachzusehen, ob sie die Leiche eines Verwandten finden können. Das ist die letzte Chance. Dann fährt der Wagen ab zum Massengrab. Arafat aber, so ist hier zu hören, hat immer noch die Hoffnung, Saudi-Arabien werde den syrischen Präsidenten zum Abbruch des Angriffs zwingen. Kein Anzeichen weist darauf hin, dass er Recht behält. Für die Menschen von Tripoli werden furchtbare Tage kommen. 3 Jahre nach dem Militärputsch haben heute in der Türkei Parlamentswahlen stattgefunden. Von insgesamt 15 neu gegründeten Parteien waren nur 3 zur Wahl zugelassen. Wunschkandidat der Generäle ist Turgut Sünalp von der Nationaldemokratischen Partei. Nach ersten Informationen unseres Korrespondenten hat sie aber wenig Chancen, die Wahl zu gewinnen. Dagegen soll die sogenannte Mutterlandpartei unter dem ehemaligen stellvertretenden Regierungschef Özal die Mehrheit der Stimmen bekommen haben. Hat sich sein Aufruf, eine bestimmte Partei, die nationalistischen Demokraten zu wählen, ausgezahlt? Oder hat Präsident Everin damit das Gegenteil erreicht? Niemand redet mehr von unterschiedlichen Parteiprogrammen. Die Einmischung des Präsidenten steht im Mittelpunkt der Diskussion. In der Kabine muss eine der 3 zugelassenen Parteien, die auch in ihren Symbolen zu erkennen sind, abgestempelt werden. Dieser Wähler hat zum Beispiel die Mutterlandspartei gewählt und sich nicht an die Empfehlung des Präsidenten gehalten. Ex-General Sunalp hofft trotz eines farblosen Wahlkampfes, vor allem bei den Leuten anzukommen, die um Ruhe und Ordnung fürchten. Und er hofft, von der Popularität des Präsidenten profitieren zu können. Sein Hauptgegner ist der von den Militärs als Außenseiter, als dritter Mann zugelassene Wirtschaftsfachmann Turgut Özal. Ohne den Segen der Generäle, aber mit kräftiger Unterstützung der Industrie, ist er während des Wahlkampfs am besten angekommen, ist Favorit. Der frühere Ministerpräsident Demirel hat gewählt, ohne seine Stimme jemand zu geben, wie er sich ausdrückte. Auch die nicht zur Wahl zugelassenen Sozialdemokraten haben empfohlen, ungültig zu wählen. Die Türken haben wieder einen Hauch von Demokratie erlebt. Nach ihrer massiven Unterstützung einer Partei haben die regierenden Militärs das Abschneiden der nationalistischen Demokratischen Partei mit einem Votum über ihre eigene Popularität verbunden. Sollte nun trotz massiver Warnungen der dritte Mann und Özals Mutterlandspartei gewinnen, wovon die meisten Beobachter immer noch ausgehen, dann hätten die Generäle heute nach über 3 Jahren uneingeschränkter Herrschaft zum ersten Mal einen Denkzettel verpasst bekommen.
Für eine längere Stationierung amerikanischer Soldaten auf Grenada hat sich der britische Generalgouverneur der Insel Scoon ausgesprochen. Ähnlich äußerte sich auch eine Kommission des US-Kongresses, die mit Scoon die Lage auf Grenada erörtert hatte. Ihrer Meinung nach könnte die Anwesenheit von etwa 2500 Soldaten bis ins nächste Jahr hinein notwendig werden. Scoon hatte zuvor erklärt, dass er bis Mittwoch eine Übergangsregierung bilden wolle. Bis zu den Wahlen, vermutlich im nächsten Jahr, müssten die Amerikaner für die Sicherheit auf der Insel sorgen. Bundeskanzler Kohl hat heute seine einwöchige Asienreise beendet und befindet sich zur Stunde auf dem Rückflug nach Bonn. Letzte Station war die indische Hauptstadt Neu-Delhi. Im Palast traf Kohl heute Morgen zu einem Höflichkeitsbesuch mit dem Präsidenten der Indischen Union, Sahil Singh, zusammen. Das Gespräch dauerte etwas über eine halbe Stunde. Während der Kanzler zum nächsten Termin eilte, saßen die Staatsminister Mertes und Köhler schon mit dem indischen Außenminister und dessen Beamten zusammen. Mögliche Verbesserungen der Zusammenarbeit beider Länder, zum Beispiel im Bereich der Luft- und Raumfahrt, wurden angeschnitten. Die Unterredung mit Premierministerin Indira Gandhi geriet zur Tour d'Horizon. Die weltwirtschaftliche Lage, die Rüstungsproblematik, die weltweiten wirtschaftlichen Probleme, das alles wurde nur gestreift. Zu lange habe man halt nicht miteinander geredet, beklagte der Kanzler auf einer abschließenden Pressekonferenz. Denn ich halte es für einen Fehler, und ich sage es hier ganz offen, dass seit 1969 kein Kanzler mehr Indien besucht hat. Und ich will das ändern und will also bald zu einem richtigen Besuch hierher kommen. Auf dieser Pressekonferenz zwischen seinen Gesprächen mit der Ministerpräsidentin Gandhi hatte Kohl die Entschlossenheit zur Nachrüstung bekräftigt, falls die Genfer Verhandlungen scheitern sollten. Die Bundesregierung werde sich in dieser Frage auch keinem Druck der Straße beugen. Frau Gandhi hatte demgegenüber vor der Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenwaffen gewarnt und die jüngsten Vorschläge des sowjetischen Staats- und Parteichefs Andropow als vernünftige Basis für weitere Gespräche bezeichnet. Die Friedensinitiativen der Bundesrepublik haben sich heute in Köln auf ein gemeinsames Programm verständigt, mit dem gegen eine Aufstellung neuer amerikanischer Mittelstreckenwaffen in Europa protestiert werden soll. Schwerpunkt der künftigen Aktionen ist der Deutsche Bundestag, in dem am 21. November die Debatte über den NATO-Nachrüstungsbeschluss beginnt. Was bisher verdeckt wurde, trat auf dieser Aktionskonferenz deutlich zutage. Die Friedensbewegung ist in vielen Fragen zerstritten. Der Auftritt von Willy Brandt auf der großen Friedensdemonstration im Oktober wurde gleich zu Beginn noch einmal kritisiert. Für die Zukunft heißt das Motto Dauerbelästigung in Bonn. Mahnwachen und Blockaden vor Parteizentralen und Abgeordnetenbüros sollen durchgeführt. Am Tag der Bundestagsdebatte am 21. November soll das Bundeshaus in Bonn belagert werden. Bei vielen tauchte aber die Befürchtung auf, autonome und militante Gruppen könnten an diesem Tag bewusst Auseinandersetzungen mit der Polizei suchen, hatten die Autonomen doch erklärt, sie würden die Belagerung in eigener Regie durchführen. Wir werden an diesem Tag in Bonn präsent sein und wir werden an diesem Tag in Bonn deutlich machen, dass wir diese Entscheidung nicht hinnehmen. Wir werden das so deutlich machen, dass wir all das, was wir können, dazu beitragen, dass an diesem Tag in Bonn nichts, aber auch gar nichts mehr läuft. Dagegen der Widerspruch der Gemäßigten. Die Stärke der Friedensbewegung am 21. November wird nicht bei der Minderheit der Leute sein, die an dem Tag, der ein Arbeitstag ist, in Bonn sein können, sondern die Stärke der Friedensbewegung wird darin liegen, was man von Flensburg bis München und von Aachen bis Braunschweig auf die Beine bringt, bei Kundgebungen, in Betrieben, in den Schulen und in den Hochschulen. Fast am Rande der Spaltung stand die Friedensbewegung bei der Frage, ob auch ein Redner von der unabhängigen DDR-Friedensgruppe auf der geplanten Großdemonstration in Bonn am 21. November reden sollte. Nach langer und turbulenter Diskussion wurde dieser Antrag der Grünen trotz heftiger Proteste der DKP-Gruppen angenommen. Nur mühsam konnte in Köln der Zusammenhalt bewahrt werden. Wie lange noch, ist aber fraglich. Der Ostberliner evangelische Bischof Forck hat die jüngsten Maßnahmen der DDR-Regierung gegen die Friedensbewegung als einen Fehler bezeichnet. In einer Predigt verwies Forck heute darauf, dass alle zum Eintreten für den Frieden aufgerufen seien. Aber, so fügte er wörtlich hinzu, wir dürfen es nur auf die Art und Weise, wie es unser Staat für richtig hält und dürfen nicht unsere eigenen Gedanken und unsere eigenen Initiativen einbringen. Der Bischof spielte mit seiner Erklärung auf die für den vergangenen Freitag geplante Übergabe von Petitionen in den Ostberliner Botschaften der USA und der Sowjetunion an, die von den Behörden unterbunden worden war.
In Bonn trifft morgen Wirtschaftsminister Lambsdorff erneut mit Vertretern der saarländischen Landesregierung und der Geschäftsleitung von Arbeit Saalstahl zusammen, um zu versuchen, das Stahlunternehmen vor dem Konkurs zu retten. Bundes- und Landesregierung wollen dem Unternehmen nur dann finanziell helfen, wenn auch die Arbeitnehmer weitere Opfer bringen. Im Streit um ihre Sozialpläne verhärteten sich die Fronten. Ihre Betriebsräte und die IG Metall fordern eine Beibehaltung der alten Regelung bei Arbeit Saarstahl. Beim Ausscheiden 90% der Nettoverdienste auszuzahlen. Finanzieren soll es das Land. Dazu hat sich das Saarkabinett auch bereit erklärt. Die Bundesregierung lehnte Zuschüsse für Sozialpläne ab. Eine Sondersitzung der Landesregierung in Saarbrücken heute Abend beriet die Lage. Die Betriebsräte waren heute zu einem Vermittlungsversuch über die Sozialpläne nicht erschienen. Denn die CDU-FDP-Regierungskoalition in Saarbrücken besteht darauf, das Arbeitslosengeld entlassener Arbeitnehmer nur bis auf 82% aufzustocken. Die 40 Millionen Mark sollen aus Haushaltsmitteln aufgebracht werden. Aus den öffentlichen Kassen von Bund und Land kommt ohnehin alles, was Arbeit Saarstahl zum Überleben braucht. Bis jetzt 2,8 Milliarden und in den nächsten 5 Jahren mindestens eine weitere Milliarde Mark. Als auch jetzt die Banken auf Zinsen von 150 Millionen Mark für die nächsten 5 Jahre verzichteten, schien Arbeit Saarstahl gerettet. Die Arbeitnehmer sollen jetzt zum zweiten Mal einen Beitrag zur Sanierung des Unternehmens leisten. Das Weihnachtsgeld in diesem und im kommenden Jahr haben sie ohnehin dem Unternehmen zur Hälfte gestundet. Jetzt sollen die Betriebsräte auf Lohnerhöhungen verzichten und niedrigere Sozialpläne akzeptieren. Ein Gespräch in der Saarbrücker Staatskanzlei blieb ohne Ergebnis. Ob Arbeit Saarstahl über diese Hürde stolpert, ist noch völlig offen. Morgen sollen die betroffenen Belegschaftsmitglieder über den geforderten Beitrag abstimmen. Nach einer Schießerei in einem Lokal in Bad Wildungen sind heute die 4 Häftlinge, die gestern aus dem Gefängnis Villingen-Schwenningen ausgebrochen waren, von der Polizei überwältigt worden. Dabei wurden der mutmaßliche Anführer Hardon Sam und sein Komplize Jürgen Albert lebensgefährlich verletzt. Ein Kind, das sich in der Nähe aufhielt, wurde ebenfalls von einer Kugel getroffen. Die 4 Ausbrecher Specker, Sam, Albert und Schutzbach hatten 2 Wächter überwältigt, ihnen die Waffen geraubt und waren dann mit dem Auto eines der Wärter geflohen. 150 Jahre St. Pauli, Hamburgs weltberühmter Stadtteil, feierte 3 Tage lang Geburtstag. So feierte die sündigste Meile der Welt Geburtstag. Schützenvereine spielten auf, buntes Programm auf Straßen und Plätzen. St. Pauli, fast überall bekannt, berühmt und berüchtigt, gelobt, besungen und geschmäht. Weltweit genauso bekannt wie der nahegelegene Hafen und der Fischmarkt, auf dem es nicht nur Fisch zu kaufen gibt. 25.000 Menschen leben und arbeiten in diesem Viertel. 40% davon sind Ausländer. Ende des vorigen Jahrhunderts bis Anfang der 30er Jahre war auf St. Pauli die große Zeit des Theaters, berühmt über Hamburgs Grenzen hinaus. Varietés, Theater, große Tanzsäle, dressierte Tiere, Artisten, Zauberkünstler, Glücksspiel. Hier wurde an Lustbarkeiten fast alles geboten. Man weiß, was die weltberühmte Meile heute bedeutet. Mehr als 400 Kneipen, Sexbühnen und Bordelle lassen den Kies über den Kiez rollen. St. Pauli, jahrelang von den Behörden vergessen, mit schäbig gewordenen Fassaden, wird seit 1974 saniert. Das Bild hat sich geändert. Mehrspurige Schnellstraßen und viel Beton bekunden, dass es sich nicht mehr um das Milieu handelt, das Hans Albers in den 40er Jahren voller Romantik besungen hat. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 7. November. Das Satellitenfoto zeigt unterschiedlich verteilte Gebiete mit heiterem Wetter und Nebel, der sich auch tagsüber nicht auflöste. Ursache ist ein Hoch mit Schwerpunkt über dem Balkan, das sich noch etwas verstärkt. Es bestimmt weiter mit feuchter und milder Luft unser Wetter. Die Vorhersage für morgen. In der Frühe und am Vormittag verbreitet Nebel, gebietsweise den ganzen Tag anhaltend. Besonders in höheren Lagen heiter. Tiefstemperaturen um 6. Im Süden bis 1 Grad. Höchsttemperaturen um 7. In Aufheiterungsgebieten 12 bis 16 Grad. Schwach windig.